Hallo zusammen, schön, dass ihr einschaltet zu meinem neuesten Video. Wie ihr noch unschwer erkennen könnt, wieder ein Haul-Video. Wieder habe ich einen neuen Shop für euch und wieder ist es einer aus den USA. Allerdings weiss ich damals wirklich leider nicht, ob sie ins Ausland liefern oder nicht. Ich habe sozusagen schlechte Erfahrungen eigentlich gemacht mit ihrem Shop. Also die Besitzerin ist Liane. Weil ich habe ihr zweimal ein E-Mail geschrieben hatte, mit der Frage, ob sie ins Ausland liefert, und es ist nichts nada zurückgekommen, also keine Antwort. Und normalerweise würde man so etwas gerade ablöschen, also ja, kundenservicemäßig ja etwas vom Schlimmsten, was man machen kann. Aber ich weiß nicht, ich bin immer zwischen ihnen gleich wieder auf die Seite, habe ihre Sachen gesehen, ihre kleinen Kunstwerke, und es hat mich einfach immer noch gereizt. Ja, dann bin ich irgendwann in ihre Facebook-Gruppe rein und irgendwann habe ich den halt mal bestellt und mir da an meine USA-Adresse liefern lassen. Ja, wie ihr im Titel sehen könnt, ich habe kein Visitenkärtchen. Es handelt sich um den Shop Dairy Air Crafts and Gifts. Und momentan ist der Shop zu, also die Seite ist leer sozusagen. Weil unglücklicherweise ist vor kurzem ihren Mann gestorben. Ich glaube, bei einem Autounfall. Und ja, ist klar, dass andere Sachen Vorrang haben. Und darum ist der Shop momentan zu. Sie hat aber gerade vor kurzem angekündigt, dass sie in den nächsten Tagen, Wochen den Shop nochmal werden freischalten für all die Sachen, die sie bis dann, glaube ich, gemacht haben. Und dass dann reduziert verkaufen und nachher legen sie dann, glaube ich, wieder los mit der normalen Produktion, weil ja, sie macht das zusammen mit ihrer Tochter und ja, eben momentan leider ein bisschen die traurigen Umstände, aber verständlich, dass man momentan nichts kaufen kann. Ja, und wie gesagt, ihr müsst eigentlich auch in ihrer Facebook-Gruppe sein, um mitzubekommen, wenn die Restock sind. Wie schnell sie einmal ausverkauft ist, kann ich euch nicht sagen, weil eben, ich habe wirklich nur das eine Mal bestellt. Und ja, würde euch das jetzt gerne zeigen. Gut, legen wir los. Ich zeige euch als erstes den Goodie, den ich bekommen habe. Das ist auch Wachs und also Hammer, weil meine Bestellung ist jetzt nicht so groß, würde ich sagen. Und für das habe ich wirklich einen riesigen Klotz bekommen. Also es ist kein Klotz, sondern das hübsche Teil, ein Häuschen. Und das ist recht groß und schmeckt so fein. Da hätte sie nicht können besser treffen können, weil das ist in der Duftrichtung Fresh Strawberry. Ups. Nach frischen Erdbeeren duften kann ich jetzt so nicht bestätigen oder behaupten, aber es ist ein schöner Erdbeerenduft, also da freue ich mich mega drüber. Gut, dann lege ich los mit der etwas unspektakulären, aber immer auch noch wunderhübschen Sandshots. Also die sind größer als normal, auch größer als die Zweier Sandshots. Ich nehme an, ich weiß gar nicht, wie viel da drin hat, ob da eventuell 3 O's sind. Also 2 sind es, glaube ich, auch nicht. Und da habe ich auf alle Fälle den ersten Duft, den ich mir gekauft habe, ist Strawberries and Cream Cupcake. Und auch die verziert sie ganz herzig. Da hat sie ein kleines Erdbeerli drin. Und das schmeckt auch lecker. Schmeckt ähnlich wie das Goodie, das ich bekommen habe. Ein schöner erdbeeriger Duft mit einfach noch ein bisschen cremiger Note. Dann habe ich noch ein zweites, sie nennt die Big Shots in der Duftrichtung Cronut. Cronut ist ja auch so ein Teiggebäck, ich glaube ähnlich wie ein Donut. Und da eher ein bisschen düstere Farbe, aber auch verziert. Und ja, das schmeckt schön teigig mit einer leichten Note von Zimt. Mega fein, da habe ich auch mega, mega gern. So, dann habe ich noch zwei Weihnachtsformen, weil das ist ihren, oh Gott, ihren Restock vom 17. Dezember. Da habe ich zum einen so einen
Kirschbaum mit dem Sternli oben. Und das in einem bekannten Duft, nämlich Sweater Weather. Das ist ein Dupe von Bath & Body Works. Ich hatte den noch nie gehabt, habe aber schon viele andere gehört, die den mögen. Ja, und darum aus Neugier habe ich ihn auch mal gekauft. Habe schon geahnt, dass das vielleicht nicht so meine Duftrichtung ist. Und ist es auch nicht eigentlich, aber irgendwie hat der Duft was. Ja, man könnte meinen, er hat was von einem Aftershave für einen Mann. Etwas Parfümiges. Aber dann wiederum auch sehr einen natürlichen Duft. Also so grün, frisch. Ja, aus der Natur halt. Also ganz ein spezieller Duft. Keine Ahnung, was drin hat. Wahrscheinlich gar nicht von dem, was ich da wahrnehme. Aber ja, also der werde ich garantiert im Schlafzimmer ausprobieren. Mal schauen, wie intensiv. Je nachdem könnt ihr vom Kopf nicht verträgen. Aber ja, bin gespannt, ob der wirklich so gut ist. Dann habe ich hier eine Samichlaus-Kappe oder Weihnachtsmann-Kappe in der Duftrichtung Jingle Bells. Ja, eben leider habe ich Duftbeschreibungen nicht. Wir können es ja nicht auf die Seite. Und das ist erstaunlicherweise was Fruchtiges. Ich glaube aber, da hat es irgendwas drin, was ich nicht gern habe. Maulbeeren oder so. Ja. Jingle Berries. Nein, nicht Berries. Jingle Bells ist, glaube ich, ein Kandidat, der wegkommt. So, und dann habe ich so Junk-Stücke gekauft. Die sind schon gemischt. Also, da haben wir nicht Düfte selber zusammengestellt. Und ja, die finde ich auch ein mega Schnäppli. Da kostet eine 3,25 und ich würde sagen, ein normaler Schmelzer macht da mindestens 4 Stück draus. Ja, und ich finde es mega, mega hübsch. Schaut euch da mal an mit den Schneesternchen drin und die Junk-Farbe. Das ist der Duft oder die Düfte. Peeps, Tickle Me Pink und Twinkies. Twinkies sind die Küchli, ich glaube, die schmecken nach Vanille oder so. Was ich jetzt hier hauptsächlich rausschmecke, ist Pink Sugar. Mit was Cremigem, aber eindeutig Pink Sugar. Also mega lecker, bin ich sehr zufrieden damit. Dann habe ich hier so einen brünlichen, da ist noch ein Keks reingegossen. Und das ist English Toffee gemischt mit Peanut Butter Cookie. Erdnussbutter habe ich auch sehr, sehr, sehr gern und herrlich. Sehr, sehr süß, aber also Erdnussbutter liebe ich auch. Also top. So, und der letzte von diesen Junk-Stücks. Ist auch ganz herzig, weil der hat so, wie heißen die Händchen? So Däumlingshändchen. Ist das nicht süß? Und der ist benannt nach einem Film. Und zwar heißt der Chitty Chitty Bang Bang. Und auch da keine Ahnung mehr, was da für Düfte drin sind. Aber die dominante Note ist eindeutig ein Bubblegum-Duft. Und zwar schmeckt der Bubblegum sehr stark nach Bazooka, wer die noch kennt. Ja, es hat garantiert noch andere Sachen drin. Ich denke, es hat auch noch vielleicht was Cremiges drin, aber ja, da kommt euch eindeutig eine grosse Welle Bubblegum-Duft entgegen. Ich bin ja nicht mehr so Fan von Bubblegum-Duft. Han, aber ehrlich gesagt jetzt wirklich auch schon lange keine mehr in der Lampe gehabt. Also jo, jetzt könnte ich da eigentlich wieder mal testen. Mal testen. Ich weiß ja, wie es sind, aber wieder mal in die Lampe tun und mal schauen, wie der behalte. So, und dann kommen wir auch schon zu
meinem letzten Teil und das ist eine komplette Bag. Und die habe ich einfach müssen nehmen, weil das ist auch eine von meinen absoluten Lieblingsdüften. Und sie hat dann eben Uni angeboten, von einem anderen Shop habe ich es nur gemischt mit Vanilla Bean Noel. Und das ist der Duft Strawberry Raspberry Guava. Ja, ich liebe den Duft und ja, Himbeere. Ich und Himbeere sind eigentlich keine Freunde. Weder als Duft, weder noch zum Essen. Aber komischerweise in dieser Duftkombi und auch bei Blonde Moment macht es mir nichts aus. Oder dort, das finde ich eine super Mischung. Und ich schmecke schon. Oh, also so fein. Ja, fruchtig, süß, frisch, spritzig. Einfach so richtig sonnenmäßig. Ah ja, ich liebe den Duft einfach. So richtig für den Frühling, Sommer rein. Und ja, bin mega, mega happy, dass ich den verwünscht habe. Ich habe eben nur noch von einem anderen Shop einen Bag, aber dort ist er gemischt mit Vanilla Bean Noel. Und da ist es halt wirklich nur der reine Duft sozusagen. Ja, und das ist auch schon mein ganzer Haul gewesen. Ich werde jetzt nicht schauen, wenn sie da eben den Flash Sale macht, also wenn sie die reduzierten Sachen anbietet, weil ja, ich habe ja offizielle Bestellpause. Mit zwei, drei Ausnahmen. Also bis jetzt habe ich wirklich noch nichts bestellt. Aber ja, wenn sie dann im nächsten Monat oder so mal dann wieder einen normalen Restock macht, werde ich bestimmt wieder reinschauen, weil in Kalt schmeckt alles wirklich mega fein. Und vor allem auch intensiv. Und eben so handwerkmäßig oder optisch sind es auch wirklich herzig, die Sachen. Und ja, ich bin gespannt, wie es denn in warm sind. Also, meine Lieben, danke fürs Zuschauen. Und wir sehen uns bald wieder. Ich denke, ja, jetzt werde ich dann mal noch Hauls von den deutschen Online-Shops noch abdrehen. Also, meine Lieben, macht's gut und bis bald. Tschüss zusammen.